Ich grüße euch und draußen schifft's gerade. Ich habe gedacht, das Schmuddelwetter, das schenke ich mir. Bleib mal kurz drin, machen wir ein kurzes Spontan-Video. Deswegen habe ich hier auch nicht aufgeräumt. Sieht ein bisschen wüst aus, muss nachher noch was zusammenschraubseln. Deswegen liegt das hier alles noch rum. Ja, ich habe mir so ein Thema rausgepickt, heute auf der Homepage, schön da unten verlinkt. Guckt ruhig mal drauf. Ist ein Artikel von meinem Freund Ares. Das Lustige ist, Ares, der testet ja Netzteil und die zertifizieren die sogar mit ihrem Cybernetics und der hat eine schöne Website, Hardware Busters, und da kommen dann auch wunderschöne Netzteiltests. Und Ares ist so also beim Durchblicken der ganzen Geschichte auf eine lustige Angelegenheit geschrieben. Was heißt lustig? Das ist ein kleiner Marketing-Pups. So, und den werde ich heute mal thematisieren, weil eigentlich geht das ja mal gar nicht. ATX 3.0 oder ATX 3.1, welches Netzteil hättet ihr denn gern? Die Frage kriege ich ja ständig gestellt. Was soll ich jetzt kaufen? Was soll ich jetzt einbauen? Gute Frage. Jetzt sollten wir mal klären, wo liegen eigentlich die Unterschiede für den Netzteilkunden zwischen ATX 3.0 und ATX 3.1. Das eine ist natürlich auch PCI Express 5 und das andere 5.1 kompatibel. Da hätten wir schon den allerersten, aber nur kleinen Unterschied. Das kennt ihr ja. Das ist unser lieber kleiner Pömpel. Den brauchen wir für die GeForce RTX zum Reinstöpseln. Ja. Stromversorgung. Gibt es diese Native Cables, diese nativen Kabel zwischen Netzteil und Grafikkarte. Die müssen nicht mal ausgetauscht werden. Die sind bei beiden RTX-Versionen identisch. Das Einzige, was sich wirklich unterscheidet, das wissen wir selber schon, PCI Express 5.1. Das Ding heißt nicht mehr 12 Volt High Power Anschluss, sondern dieser Heller auf der Grafikkarte, das ist jetzt ein 12 Volt 2x6 Anschluss. Und diesen gleichen Header, den haben wir auch im Netzteil drin stecken. Kleiner Unterschied. In der Grafikkarte war das Ganze schon vorgeheizt. Da unten sind die Shunts, da sind diese ganzen stromführenden Tracks. Runter zu den Spannungswandlern, die glühen ja auch. Da haben wir mit ein bisschen Pech schon mal 70 Grad. Da werden natürlich oben die Stecker auch ein bisschen wärmer. Also der Header glüht vor und dann gibt es vielleicht den kleinen finalen Todesstoß. Das passiert am Netzteil nicht. Also wenn am Netzteil, ist ja auch mal passiert, etwas verschmort, dann liegt es wirklich daran, dass der Kevin Horst das nicht richtig fest da reingesteckt hat und man das nicht sieht. Und deswegen unsere Freunde auch von Seasonic und von MSI, diese nativen Kabel bunt eingefärbt. Das heißt, auf der Netzteilseite, der Stecker, habe ich übrigens auch einen Test auf der Homepage, der ist dann bunt. Bei Seasonic ist er zum Beispiel blau. Dann sieht man, wenn es da blau ein bisschen blitzt, dann steckt der Stecker nicht richtig drin. Das ist das einzige Problem. Und das ist der einzige, ich sag mal, sichtbare Unterschied zwischen ATX 3 und 3.1 auf den Netzteilen. Es steckt natürlich noch ein Unterschied drin. Jetzt muss ich dazu sagen, warum? Wir haben ja zur RTX 4070 schon, wurde dieser Heller Klamm heimlich ausgetauscht. Das heißt, wir haben im Prinzip schon monatelang eigentlich nur noch die neuen Header. Das heißt auch, es sind viele ATX 3.0 Netzteile unterwegs, die eigentlich schon den neuen Header drin haben. Warum heißen die jetzt nicht ATX 3.1? Da fragt mal die Hersteller. Ganz einfache Geschichte. Würden die jetzt draufschreiben, neue Version ATX 3.1, was würde mit den alten Netzteilen, die schon auf Halde liegen, passieren im Regal? Die würden liegen bleiben, keiner würde sie mehr kaufen, alle wollen die neue Version. Damit schießt man sich ja selber ins Knie. Deswegen macht das keiner, obwohl sie alle schon mehr oder weniger eine neue Buchse, also diesen neuen Header, verbauen. Ganz einfach. Und für so einen Hersteller, gut, müsste man die Schachtel ändern. Das, was da drin liegt, also auch das Verbindungskabel zwischen Grafikkarte und Netzteil, ist das gleiche. Die Schrauben, der ganze andere Rotz. Es ist exakt das gleiche Netzteil, kann man verkaufen. ATX 3.0 und ATX 3.1. Wenn da so ein neuer, Header da drin ist. Ja, ich weiß, wie der Stecker gesagt. Das ist eine Unterscheidung. Man kann natürlich jetzt hier schön Kasse machen. Sag mal, ich bin jetzt 3.1. Ich habe ein nagelneues Modell. Vorher hatte ich keins, jetzt habe ich das. Bitte kaufen. Braucht man es? Nö. Im Gegenteil. Und da hat mich mein Freund Ares darauf hingewiesen. In den Tiefen dieser ganzen Spezifikation steckt auch die sogenannte Hold-Up-Time. Muss ich ja erklären, Überbrückungszeit. Also wenn jetzt mal hier unsere Steckdose kurz hustet und die Lampe flackert mal kurz, weil vielleicht die Spannung ein bisschen wegklappt, jetzt sagt die ATX 3.0 mindestens eine Hold-Up-Time von 15 Millisekunden muss das Netzteil abkönnen bei voller Last, damit der Rechner nicht abschaltet. ATX 3.1 sagt 12 Millisekunden.
Also 5 Millisekunden weniger, das ist schlechter, das ist signifikant weniger. Das heißt, ein ATX3-Netzteil wird noch funktionieren, wenn vielleicht ein ATX3.1 schon abgeschaltet hat. Gut, das sind jetzt natürlich die Untergrenzen. Da, wo das gebracht werden muss, die meisten Netzteile sind natürlich da schon deutlich drüber. Aber die Norm ist schlechter geworden. Das heißt also, ein ATX3.1-Netzteil muss nicht besser sein als ein ATX3.0-Netzteil. Zumindest nicht, was die Spezifikation betrifft. Mal mitgedacht. Und da kommt noch so ein Treppenwitz dazu. Intel, in dieser ATX 3.1, dann steht so was Schönes drin wie dieser 12 Volt 2x6 Anschluss ist ja gar nicht obligatorisch, der ist optional. Das heißt, also ein aktuelles ATX 3.1 Netzteil mit 8 Pin Anschlüssen hinten, so wie wir sie schon kennen für das ganz normale Blub hier, ist 3.1 kompatibel, sogar mit der schlechteren Hold-Up-Time, als ein wunderschönes ATX 3.0 Netzteil, was noch diesen 12 Volt High-Power-Anschluss hat. Ob ich ihn benutze oder nicht. Das ist einfach nur Idiotie. Muss man so benennen. Also man hat letztendlich sogar den Effekt, dass ein ATX 3.1 Netzteil mit ein bisschen Pech nicht mal kompatibel zur ATX 3.0 Norm ist. Das ist also ein Rückschritt. Habt ihr das schon gewusst? Das wollte ich euch heute mal mit auf den Weg geben fürs Wochenende. So, und wenn ich jetzt also so hinten mal raus lunze, es hat aufgehört mit Regnen. Ich kann also wieder raus, gehe noch eine Runde spazieren, mache dann das Video fertig, stelle es online. Da unten übrigens auf der Homepage alles nachzulesen. Wunderschön. Oh, Gruß an meinen Freund Ares, war wieder so eine nette kleine Geschichte. Da findet man immer mal wieder was. Es ist nicht normal. Also wenn man sich das wirklich auf der Zunge zergehen lässt, das schlechtere Netzteil mit ein paar, ich sag's mal, zurückgesetzten Senspins an der Stelle, wo man es gar nicht braucht und ein Header, der sowieso nie heiß wird, kostet vielleicht mehr als ein ATX 3.0 Netzteil, was die bessere Hold-Up-Time hat. Muss man nicht verstehen. In diesem Sinne, schönes Wochenende.